das Tor! Ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird. Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Und dann siehst du es. Ist es nicht schlimm? Nein. Nein, ist es nicht. Viele von uns werden den Preis zahlen müssen für die Verbüßung der Unterdrückten, Wahrheit und dem Licht. Opfer müssen gemacht werden. Aber solch ein wahrhaftiger Pfad ist mehr wert und verdienstvoller als alles andere, was wir aus dieser korrupten Welt kennen. Wir sollten zusammen unser Leben für die Verbesserung der Menschheit im Namen des Guten und durch Hingabe an den universellen und einzigen Gott einstellen. Ein Gott, eine Botschaft und nur nach der Befreiung deiner selbst von den weltlichen und materiellen Reizen dieser Welt. Wirst du imstande sein, in deinem Inneren zu triumphieren und dadurch imstande sein, nach außen hin siegreich zu sein. Brüder und Schwestern, es ist keine Zeit zu vergeuden, dein innerer Kampf beginnt jetzt. Besiegt euch selbst und werdet einzig mit den anderen, auf jede erdenkliche Weise, weil Imam al-Mahdi bald da ist. Und nur diejenigen, die vorbereitet sind, werden stark genug sein, um ihn bei seiner Mission zu begleiten. In der Zeit, in der er erscheint, wird die Fitna, schwere Prüfungen, weit verbreitet sein, mehr noch als heute, weil Extremismus, egal wo es auftaucht, einen definitiv irre gehen lässt. Die extremistischen Christen meinen, dass Imam al-Mahdi der Antichrist Dajjal sei. Die extremistischen Juden meinen, dass Imam al-Mahdi der Antichrist Dajjal sei. Die extremen Sunni sagen, dass der Shia Mahdi der Antichrist Dajjal sei. Die extremen Shia sagen, dass der Sunni Mahdi der Antichrist Dajjal sei. Was auch immer wir sagen, am Ende dieser Serie wirst du ohne Zweifel sein, wer der Dajjal sein wird. Er wird zum König ernannt. Seine Armee wird ungleich stärker als alle anderen Armeen sein, in Bezug auf Zahl und Schlagkraft, aber nicht in Bezug auf Licht und Glaube. Und sein Symbol ist das Auge oder das allsehende Auge, weil er ein fehlerhaftes Auge haben wird. Und das ist auch die Person, für die der Vatikan und die zionistische Bewegung sich ins Zeug setzen. Verstehst du? All die Dajjal gleich dem Mahdi-Anschuldigungen, die während dieser Serie aufgetaucht sind? Solche Anschuldigungen haben ein grundlegendes Element übersehen, über wer der Dajjal sein wird. Wieso denkst du, wird er Al-Masih ad-Dajjal genannt? Oder anders, der täuschende falsche Messias? Wieso denkst du, wird er der Antichrist genannt? Imam al-Mahdi wird niemals bezeugen, der Messias oder Christ zu sein. Deswegen, wenn du schon solchen Täuschungen Glauben geschenkt hast, wie wirst du dann gegen den echten Dajjal dastehen? Aber wenn du den gemäßigten Pfad des Glaubens folgst, die Zeichen studierst und dich mental, körperlich und spirituell darauf vorbereitest, dann inshallah, so Gott will, wirst du den Dajjal klar erkennen können. Das ist nicht Jesus. Die Kirche hat dich getäuscht. Das ist Pagan, Sonnenanbetung. Wieso glaubst du, ist immer eine Sonne hinter ihm? Wieso ist er als der falsche Messias bekannt? Seine Mission ist es, den echten Messias nachzuahmen. Der echte Messias war der Sohn von Maria, Friede sei mit ihr. Prophet Isa, Jesus, Friede und Segen sei mit ihm. Als Allah ihn entsandte, wurde er als der echte Messias entsandt, mit einer Mission, über die Welt zu herrschen. Aus Jerusalem, vom heiligen Land aus. Und da der Dajjal Jesus imitieren wird, sogar mit seinen besonderen Wundern und Kräften,
Was denkst du, von wo wird der Dajjal herrschen? Echte Amerikaner verteidigen Israel. Der Thron wird nirgends anders besetzt als in Israel. Und er wird willkommen geheißen werden von all den korrupten Kräften dieser Welt, um der einen Weltregierung vorzusitzen. Es werden viele falsche mächtige Ansprüche geben, aber keiner von ihnen wird der Dajjal sein. Und sagt nicht, dass wir euch nicht gewarnt haben vor euren eigenen extremistischen Lehrern. Egal ob du Muslim, Christ oder Jude bist, nur wahrhaftig gemäßigte und weise Gläubige werden gegen den Dajjal kämpfen. Die schnelle und friedvolle Zerlegung Israels. Dann erst können wir wieder so koexistieren wie seit Hunderten von Jahren. Wir kennen all die Rabbiner, die im alten Staat von Israel vor 1948 gelebt haben, darüber Zeugnis abgelegt haben. Sie werden euch sagen, wie sie mit ihren arabischen Nachbarn zusammengelebt haben. Wie sie abwechselnd auf die Kinder der anderen aufgepasst haben. Wie sie zu Yom Kippur gegangen sind. Wo die Frauen zu Yom Kippur gegangen sind. Wie muslimische Nachbarn auf ihre Kinder aufgepasst haben. Sie gaben das Wertvollste in ihrem Leben in ihre Beschützung. Hände. Wie kann das sein, wenn sie doch Todfeinde waren? Waren sie eben nicht. Es ist kein religiöser Konflikt. Es ist ein zionistischer Komplott. Teile und herrsche ist das Spiel der Zionisten, um uns gegenseitig aufzuhetzen, während sie die Ankunft des Antichrist Dajjal vorbereiten. Deswegen spielen gerade die Extremisten in die Hände ihrer Agenda. Und das gilt auch für diverse muslimische Sekten. Sauron hat viel von seiner früheren Stärke wiedererlangt. Noch kann er keine körperliche Gestalt annehmen. Aber sein Geist hat nichts von seiner Macht verloren. Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles. Sein Blick durchbohrt Wolken, Schatten, Erde und Fleisch. Du weißt, wovon ich spreche, Gandalf. Ein großes Auge, lidlos, umrandet von Flammen. Ja, Sauron. Er scharrt alles Böse um sich. Sehr bald wird er eine Streitmacht besitzen, die stark genug ist, Mittelerde anzugreifen. Du weißt es. Woher? Wir werden weltweit angegriffen von einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung, die sich vor allem auf verdeckte Operationen stützt, um ihren Einfluss auszudehnen. Es ist ein System, das sich riesiger menschlicher und materieller Ressourcen verpflichtet hat und zu einem festen Knoten verband, zu einer hocheffizienten Maschinerie. Die Operationen militärischer, diplomatischer, geheimdienstlicher, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Art verbindet. Ihre Vorbereitungen sind geheim, nicht veröffentlicht. Ihre Fehler werden versteckt und nicht publiziert. And political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried. Ihre Kritiker werden zum Schweigen gebracht und nicht gelobt. Not praised. Die Illuminati ist unter einer satanischen Agenda für Dajjal aufgestellt worden. Oben auf ihrer Pyramide wirst du finden den Vatikan und die zionistische Bewegung. Sie sind im Einklang und zusammen für die Probleme verantwortlich, denen wir heute gegenüberstehen. Von den Kleinen bis hin zu den Großen. Weniger als 1% der Erdbevölkerung hält den Großteil des Wohlstandes in ihren Händen. Kein Zufall ist es, dass diese 1% der zionistischen Agenda folgen und für den Dajjal und an seinem Thron in Jerusalem arbeiten. Sie haben die Nationalbanken erschaffen und sind für das gottverfluchte, auf Zinsen basierte Bankensystem verantwortlich. In der Endzeit, Yawm al-Qiyamah, in den Hadith, die Wucherer, die Bankiers und all die anderen werden vor Allah gebracht. Diese Leute werden Schwerter von den Engeln in die Hände gedrückt bekommen. Und die Engel werden sagen, hier ist euer Herr, nun bekämpft ihn doch. Wie lange werden sie durchhalten? Sie werden ihre eigenen Kehlen durchschneiden. Sie werden sich wünschen, zu Staub zu zerfallen. Der Prophet sagte sinngemäß, dass sie aus einem See aus Blut trinken werden, weil das die Manifestation der Realität ihrer üblen Taten am ehesten entspricht. Die neue Weltordnung errichtet ihre globale Herrschaft von Israel aus. Israel hat eines der stärksten Nukleararsenale in der Welt. Und solch ein Ereignis entspricht fehlerlos mit den Hadithen des Propheten. Friede sei mit ihm. Das berühmte Hadith besagt, dass das Wort Kafir, was Ungläubiger bedeutet, wird auf des Dajjals Stirn zu lesen sein. Weißt du, dass es eine neue Elite-Armee-Brigade in Israel gibt, mit der schockierenden Abkürzung? Eine neue Macht erhebt sich und ihr Sieg ist nah.